Ja, gut, Leute, das dritte Spiel, was wir jetzt hier noch analysieren wollen für euch, ist Benfica Lissabon gegen Bayern 04 Leverkusen im Estadio da Luz, im Stadion des Lichts. In Lissabon, Anstoß ist 21.05 Uhr und das Hinspiel hat Benfica Lissabon mit 1:0 gewonnen durch einen Treffer, das müsste Cardoso gewesen sein. Ja, genau, durch Cardoso und, Leverkusen war eigentlich die ganze Zeit überlegen. Es hat sich dann einmal unkonzentriert verhalten und dann war es das auch. Ah, das Fußball, ne? Ja, aber sie waren halt schon, sagen wir mal, zu 99% das beste Team. Das Fußball, ne? Na gut, ja, Hunsen, was kannst du uns über Bayer Leverkusen noch sagen? Ja, Vizekusen, ne? Ja, was meinst du? Ja. Ja, sind die noch Zweiter in der Bundesliga? Sind, die sind Dritter, oder? Ja, doch, sind Dritter, aber glaube ich, also ein Punkt, glaube ich, hinter Dortmund oder sogar zwei. Also es ist nichts Weltbewegendes. Zumal es jetzt in der Bundesliga sowieso im Moment scheißegal ist, ob du Zweiter oder Dritter bist, weil die beiden letztes Jahr sowieso beide direkt in Champions League qualifiziert. Ja. Von daher ist sozusagen der Vizemeistertitel ist dann halt so wie so die goldene Ananas, kann man sagen. Na gut. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht Vierter werden, weil dann müssen sie noch die Quali spielen. Ne? Aber ich glaube, Eintracht wird da auch nichts mehr reißen, aber gut. Ja, schauen wir uns mal die letzten Matches an. Benfica erst am Wochenende mit einem 1:0 über Akademika. Ja, die Woche davor hat das 1:0 im Hinspiel, davor haben sie 2:2 gespielt bei Nacional Funchal. Und davor 3:0 gewonnen gegen Setúbal und 2:0 bei Ferreira. Ferreira, wie man ja auf Portugiesisch sagt. So. Ja, Leverkusen hatte drei Spiele in der Bundesliga nicht gewinnen können. Gegen Freiburg gab es ein Unentschieden, gegen Dortmund haben sie 2:3 verloren. Dann das 3:3 bei Gladbach. Und ja gut, dann die Heimniederlage gegen Benfica haben sich jetzt aber am Wochenende durch ein 2:1 gegen Augsburg rehabilitiert. Und ja, die Formkurve, wenn man sich die mal anschaut, zeigt natürlich eindeutig in Richtung von Benfica Lissabon. 93% und 57% bei Bayer Leverkusen. Deswegen jetzt mal wieder die Frage in die Runde, was ist denn euer Tipp? Wie geht das Spiel aus? Ich sag 2:1 Benfica. Also kommt Benfica weiter. Ja. Schließe ich mich an. Und ich sag, Bayer Leverkusen rehabilitiert sich, aber es reicht nur zu einem 1:1. Also quasi der Tenor jetzt hier in der Runde ist quasi Benfica kommt.